Stimmt. Arbeit ist zum Geldverdienen. Da braucht man keinen Spaß. Siehst du? Das ist vollkommener Unsinn. Ohne Spaß macht es keinen Sinn. Planung ist nebensächlich. Nebensächlich? Ohne Planung geht doch alles in die Brüche. Du nimmst alles zu ernst. Du nimmst nichts ernst genug. Ich glaube, die sind gerade mit sich beschäftigt. Ich hab recht. Aha, okay, so geht's. Dachte schon, wir müssen jetzt wieder irgendwas kaputt machen oder so. Die beiden sind abgelenkt. Mal sehen, was da im Schränkchen liegt. Na, mal gucken. Da bin ich ja gespannt. Oh! Ein ganzes Quartett. Die Karten muss der alte Magier da drin vergessen haben. Hey, cool. Ich hab recht. Eigentlich sehr nett, aber wiederum denke ich mir so, ich will weiterkommen und jetzt nicht hier andauernd irgendwelche Karten finden. Man denkt immer, ohne Spaß macht das keinen Sinn. Jetzt haben wir hier irgendwie was gerissen. Du nimmst alles zu ernst. Aber du nimmst nichts ernst genug. Aber es bringt alles irgendwie nichts. Da oben ist doch noch ein Aufkleber. Ja, da habe ich auch schon tausendmal raufgeklickt. Noch so ein Aufkleber. Die sind alle so süß. Tja. Diese Fuchsstatue, was macht die denn? Oh Mann, die gibt mir auch irgendwie keinen Tipp. Das bringt nichts. Hilf mir doch mal jemand. Das sind keine Sterne, an denen ich mich orientiere. Ich bin verwirrt. Hagebutten sind... Habt ihr sonst noch irgendwas? Hallo, ich bin Jerry. Junior? Keine Antwort. Hallo? Junior. Er ist schüchtern. Kommen Sie näher, bewundern Sie mehr. Aber passen Sie auf, dass Ihnen die Augäpfel drin bleiben. Obwohl das auch kein Problem wäre, denn wir haben hervorragende Glasaugen unter all den Dingen, die Sie hier verboten günstig erstehen können. Verboten günstig bei Kirchenmaus und Sohn. Glasaugen? Und noch viel mehr. Bei den wandernden Händlern Kirchenmaus und Sohn gibt es alles, was Sie schon immer haben wollen. Sie reden wie ein Schauspieler. Lustig, dass du das sagst. Aber jetzt geht's ums Geschäft. Wessen bedarfst du denn, Junge? Kirchenmaus und Sohn haben alles. Ahornsirup, Käsekuchen mit Walnüssen, dann haben sie Actionfiguren, Superhelden und so. Gibt's was zum draußen spielen? Zum Beispiel eine Frisbee oder irgendwie gibt sowas. Gibt es was zum draußen spielen? Eine Frisbee zum Beispiel. Vielleicht sind die Hubschrauber aus einem antiken Spielzeugsoldatenset hier das Richtige für dich. Sie sind grün und sehen aus wie Propeller. Eine Seite klebt und du kannst sie dir auf die Nase stecken. Das sind bestimmt diese Hubschraubersamen vom Ahornbaum. Noch grün, aber antik? Wenn die älter als 2 Tage sind, haben sie das Geheimnis der ewigen Jugend gelöst. Naja, wie viel kosten die denn? Nur schlappe 2 Laubtaler pro Hubschrauber. Und ich gebe dir diesen ausgezeichnet erhaltenen Stock bei einem Kauf von 5 hinzu. Nun... Und noch diesen einzelnen Socken mit den eingestickten Initialen RD. Wie ist dein Name, mein Junge? Jerry Haselnuss. Nun, RD. Rerry Daselnuss. Passt doch wie Saat in den Topf. Aber ich habe gar nicht so viel Geld. Oh, fast wären wir ins Geschäft gekommen. Verhandlungsgeschick ist wichtig, Sohnemann. Bald wird er den ganzen Laden hier übernehmen. Dann gehe ich in den Wolf. Bald kannst du selbst. Junior? So, der reagiert natürlich wie immer nicht. Aber so langsam, jetzt hör mal auf zu erzählen. Junior? Hallo, du erzählst mir zu viel. Du. So, da ist übrigens noch so ein Ding, genau. Noch so ein. So, ich muss noch mal kurz an diesen Ding hier lauschen.
Ich weiß nicht. Ein trauriges Menschengesicht hinter Efeu. Wer das wohl gemalt hat? Tja, weiß ich auch nicht. Ich weiß hier gerade sowieso echt nicht so richtig viel. So, den wollten wir noch mitnehmen. Na, jetzt. Boah, die müssen wir echt präzise anklicken. Noch einer. Tja. Hat er vielleicht inzwischen irgendwas zu erzählen? Entschuldigung, aber... Keine Zeit. Muss üben. Heute Abend steigt eine Geburtstagsparty. Und ich hab... Naja, die steigt irgendwie jeden Abend da. Also was richtig Besonderes ist es auch nicht. So, irgendwie würde ich gern... Ach, lol, das ist auch nur ein Tautropfen. Ein Aufkleber. Ach nee, ein Aufkleber. Moo. Süß. Irgendwie würde ich hier gern das Ding mal mitnehmen können. Das ist da einer. Die ist wie eine Mürre bei so da haben. Kann man eigentlich mit denen auch sprechen? Boah. Moment, ich will mal eben. Das, da hat er gerade so viel rumgeskippt aus Versehen, warum auch immer. Ah, das sieht besser aus. Okay. Muss ich das vorlesen? Ich glaube nicht. Aber es hat doch vorhin zum Beispiel auch nicht funktioniert, oder? Habe ich das alles nicht auch schon mal ausprobiert? Genau, das tue ich. Okay, der muss also weiter schlafen. Hier, an der großen Statue hatte ich das irgendwie mal ausprobiert, oder? Und da ging es nicht. Konnt das sein? Ach, jetzt geht das alles? Ich hab... Yum, 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 yum. Ob wir vielleicht irgendwie Abhilfe verschaffen können? Nein. Na, wohl eher nicht. So, Mauer, Mauer, Mauer. Dann gehen wir nochmal kurz zum Portalbaum. Ich glaube, hier nämlich hier standen auch noch welche, oder? Nee, leider nicht. Kommen wir denn hier schon irgendwie durch? Oh, ho, ho, ho. Das ist eine dicke Spinne. Mein lieber Scholli. Solange sie da drin sitzt, darf sie ihr schönes, stabiles Spinnennetz behalten. Ja. Wollen wir diese alte Pfeffertaktik ausprobieren? Ich will die Spinne nicht sauer machen. Und wenn das Netz kaputt ist, nützt es niemanden mehr. Naja, du würdest das Netz damit jetzt nicht kaputt machen, ne? Ich will... Und wenn das... Naja, gut. Haben wir sonst was, womit wir eine Spinne vertreiben können? Nicht so wirklich, würde ich mal sagen. Also können wir hier nicht wirklich viel machen. Muss mir das jetzt hier irgendwie öfter mal zur Hand nehmen, weil ich will auch irgendwie mal weiterkommen. Und die saß doch davon auch noch nicht, oder? Thank you.
Ja, so richtig informativ ist das aber irgendwie alles, nicht? Wie ist so dein Eindruck? Ja. Die war doch eben noch nicht da. Oder so blind kann ich doch eigentlich gar nicht sein. Wer bist du und was willst du von mir? Du bist lustig, kleiner Junge. Suche nach den doch. Ja, das skipp ich mal. So war das eigentlich nicht gedacht. Kaffee hilft da nicht. Ich bin verwirrt. Wir können uns ja mal die drei kleinen Typen hier anhören. Vielleicht haben die uns ja irgendwas Informatives zu erzählen. Ja. Ja, alles sehr interessant, aber wie gesagt, alles nützt irgendwie nichts. Ach, waren wir hier noch nicht am Tag? Das ist ja verrückt. Mal gucken, vielleicht hat er ja noch ein paar Hinweise für uns. Da müssen wir uns unsere Mückenstiche wohl woanders holen, was? Gibt es Hoffnung, dass sie bald wieder auf Sendung gehen? Gibt es Hoffnung, dass sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Niemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden sie den Fans erklären, dass sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, sie können doch nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Knack dir eine Nusshörnchen. Wie die Jugend. Nein. Um mich dazu zu bringen, meinen Sendebetrieb einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zukleben. Dann... Ich muss dann mal weiter. Gehen wir mal weiter. Und Welle so, Maul, ja, Maul ja, um. Ja. Und wer könnte eigentlich besser für Witze geeignet sein als ein Radiomoderator? Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Naja, wohl irgendjemand anderes. Ich sollte mich... Hey, das sind ich die Duftbären. Ich halte Wache und ernähre mich nur von diesem Darbe ohne ein gut gepfeffertes Käsefondue oder ein wärmendes Wort meiner Kameraden vor mich hin. Also, lass die Finger von meinen Bären. So, Moment, jetzt muss ich nochmal kurz... In dem neuesten Angriff bin ich hier als Krähenspäher abgestellt worden. Und all das, damit Wichtigtuer wie du gut schlafen können. Oh, Keine Uhr. Da wollte ich eigentlich hin. Ich halte hier Wache und ernähre mich nur von diesen roten Beeren. Darbe ohne ein gut gepfeffertes Käsefondue oder ein wärmendes Wort meiner Kameraden vor mich hin. Also, lass die Finger von meinen Beeren. Ob wir sonst sagen können, hier, nimm den Käse dafür? Oh, wenn wir eine Pfanne hätten, könnten wir aus deinem schönen Käse ein leckeres Fondue machen. Nicht, dass ich irgendwas brauche. Ich komme gut alleine klar. Eine Pfanne? What the fuck? Haben wir übrigens hier. Nein. Ey, komm, den Löffel kann man super das benutzen. Das muss nicht gelöffelt werden. Das muss nicht gelöffelt werden. Das muss nicht gelöffelt werden. Aber die ist doch eine super Pfanne. Hier klappt irgendwie nichts, so wie ich mir das vorstelle. Kleines Lagerfeuer. Da ist noch ein kleines Lagerfeuer. Es brennt nicht. Feuer braucht eine Stadtwache nur und selbst ein Krähenspäher. Wir sind... Ich sollte nicht mal alles skippen. Entschuldigung, bin gerade so ein bisschen ungeduldig irgendwie. Ich denke mir halt auch gerade, das dauert alles so lange. Und nicht, dass sich da jetzt auch irgendjemand gelangweilt fühlt oder irgendwie so. So, mal gucken. Vielleicht klappt's ja so. Hier. Das muss nicht gelöffelt werden. Ach, what the fuck? Das ist doch echt nicht wahr. Das muss nicht. Ja, und dafür gehst du dahin. Alter.
was gibt es Geileres als Pfanne als ein Löffel? Ich meine, okay, es ist jetzt nicht ganz das Wahre, aber... Das muss nicht... Aber, hä? Was sonst?